schockverliebt. Mit der GFX 102 von Fujifilm fiel es mir zumindest extrem schwer, neutral und objektiv zu bleiben. Warum? Das siehst du in diesem Clip. Als Redakteur, da soll man ja maximal unabhängig und neutral berichten. Hat man sich verliebt, dann wird das Ganze etwas kompliziert. Mich hat zugegebenermaßen erwischt. Meine neue Liebe hat genau 102 Megapixel und heißt Fujifilm GFX 102. Das Gerät, das ist eine Mittelformatkamera, ist ganz neu auf dem Markt. Und als ich sie zum Praxistest bekommen habe und es hieß, ich soll ein Video dazu machen, habe ich mich auch erst gefragt, wer bitte braucht eine Kamera mit so einer Auflösung, einem Lebendgewicht von fast einem Kilo, ohne Objektiv versteht sich, ja, und 8K Videomodus. Und einen Preis, bei dem auch eine 8 davor steht, denn Fujifilm ruft für dieses Gehäuse 8000 Euro auf. Wie eingangs erwähnt, man weiß erst, dass man sie braucht, wenn man sie hat. Fangen wir beim Gehäuse an. Ich habe auf der Rückseite ein 3 Zoll großes Touchscreen-LCD, das auch übrigens bei direkter Sonneneinstrahlung noch mega gut ablesbar ist und sehr, sehr neutrale, schöne und farbechte Wiedergabe garantiert. Dann habe ich natürlich einen Sucher, durch den ich durchschauen kann. Das habe ich jetzt bei meinen Fotoshootings bevorzugt. Ich kann den übrigens, wenn ich ihn nicht möchte, auch komplett abnehmen. Dann wird die Kamera ein bisschen kompakter. Was auch noch sehr schön ist, ich habe hier ein sogenanntes Schulterdisplay, wo ich sämtliche Informationen zu Foto oder Video jederzeit ablesen kann. Das heißt, auch bei ausgeschaltetem Display ist hier jederzeit alle Informationen verfügbar. Und durch den Tag- und Nachtmodus kann ich mir das entsprechend einstellen, dass jederzeit guter Kontrast und Ablesbarkeit gegeben ist. Soweit mal zur Kamera und den Hardfacts. Doch jetzt zu dem, für was man die GFX 102 von Fujifilm wirklich verwendet, natürlich für Fotografie und Video. In beiden Disziplinen hat mich das Mittelformat massiv überrascht und die Ergebnisse, die siehst du jetzt. Wenn man von APS-C oder Vollformat kommt, dann ist man von der Kamera vielleicht im ersten Schritt ein bisschen erschlagen, weil sie natürlich deutlich schwerer und voluminöser ist. Klar, der Mittelformatsensor mit den 102 Megapixel Auflösung, der muss hier irgendwo untergebracht werden. Wenn man aber mit der Kamera loslegt, dann wird das Ganze plötzlich intuitiv und man fotografiert völlig anders, man filmt völlig anders. Es ist einfach ein anderes Gefühl, ich kann es nicht beschreiben, man muss es wirklich ausprobiert haben. Mittelformat ist natürlich perfekt für Porträtfotografie und das habe ich heute mit einer wunderbaren Musikerin hier zusammen machen dürfen. Und natürlich haben wir auch die Videofunktion ausprobiert, sowohl in 4K als auch in 8K. Für das Indoor-Fotoshooting in der Villa Wankel in Pforzheim, da habe ich nicht nur die GFX 102 mitgebracht, sondern auch das passende Objektiv, in dem Fall eine Festbrennweite und zwar mit 55 mm und einer Lichtstärke von 1,7. Perfekt geeignet, wenn man mit Kunstlicht arbeitet. Die Auflösung und Brillanz der Bilder hat mich in der Nachbearbeitung fasziniert. Das heißt, man zoomt und zoomt und zoomt und es bleibt immer noch alles crispy und clear und man kann natürlich den Bildausschnitt dadurch super frei und flexibel definieren. Auch wenn man hier auf 200% geht, wie jetzt in diesem Beispiel, hat man immer noch wirklich gute Bildschärfe. Ich bin hier auf dem Wahlberg in Pforzheim bei schönstem Wintersonnenwetter und hier habe ich nämlich zum einen die Möglichkeit, in die Landschaft zu fotografieren, in den Nordschwarzwald, aber ich habe hier auch das Mahnmal vom Zweiten Weltkrieg. Das sind ganz tolle Edelstahlstelen und die reflektieren jetzt in der Wintersonne ganz wunderbar. Es gibt Schattenwürfe. Durch die geometrische Konstruktion habe ich eben auch noch ganz tolle Möglichkeiten in der Bildgestaltung und die probiere ich jetzt natürlich hier aus. Thema Datenübertragung, das klappt entweder per Wi-Fi direkt während des Shootings über den Online-Service Frame.io, aber natürlich auch auf Speicherkarte oder via USB-C. Tethered Shooting wird natürlich auch unterstützt. Und weil man es einfach kann, wem Wi-Fi zu lahm ist, der schließt einfach ein LAN-Kabel an.
Und daneben gibt es noch einen HDMI-Ausgang, natürlich auch hier in Standardgröße, denn Platz hat man ja genug am Gehäuse. Ich bin jetzt mit der Fuji GFX 102 in einer Straßenbahnstation in Karlsruhe gelandet. Die ist super modern, tolle Architektur, ganz klare moderne Elemente. Und da bietet es sich natürlich an, mit Langzeitbelichtung zu arbeiten, versuchen, die Straßenbahnen, die da vorbeifahren, mit den typischen Lichtstreifen einzufangen. Und das machen wir jetzt. Das Fazit, das gibt's ohne Kamera in der Hand, denn aktuell filme ich mich mit der GFX 102 selbst. Damit ich trotzdem alles unter Kontrolle habe, dafür sorgt die passende Smartphone-App. Hier kann ich nämlich sowohl Autofokus als auch Blende, Belichtungszeit, ISO-Wert einfach alles direkt per Fingertipp steuern. Natürlich auch die Aufnahme starten und stoppen ist perfekt, wenn man eben wie ich jetzt gerade alleine unterwegs ist. Meine persönliche Meinung zur Fujifilm GFX 102. Mir hat die Kamera in der Praxis mega viel Spaß gemacht. In den verschiedensten Motivsituationen habe ich einfach auch gemerkt, dass ich ganz anderes ans Fotografieren, ans Filmen rangehe, wie ich das sonst gemacht habe. Und bei den Ergebnissen, da sorgen natürlich die 102 Megapixel Auflösung dafür, dass ich maximal flexibel bin in der Nachbearbeitung. Ich kann Ausschnitte ohne Restriktionen wählen. Das gleiche gilt dann auch beim Video. Wenn ich mit 8K filme, kann ich noch ranzoomen ohne Ende und bin auch hier wirklich kreativ nicht mehr eingeschränkt. Und die Bild- und Videowirkung, die ist eine ganz eigene. Das muss man wirklich mal mit eigenen Augen auch im Vergleich gesehen haben. Die Kamera ist ganz klar nicht für jeden geeignet. Dafür spricht allein schon der Preis von 8000 Euro allein für den Body dagegen. Aber wenn du aktuell mit APS-C oder Vollformat fotografierst und sagst, hey, ich möchte jetzt einfach weiter, ich möchte noch eins draufsetzen in meiner Fotografie, dann ist diese Kamera auf jeden Fall einen Blick wert. Ich empfehle dir, geh zum Händler, schau dir das Gerät an, nimm es in die Hand und vielleicht verliebst du dich dann auch so wie ich.